Guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Ich werde heute anfangen, mein eigenes Home Gym zu bauen. Soll heute eigentlich schon meine erste Langhantel bekommen und Gewichte dazu, sodass eigentlich heute auch schon dem ersten Workout nichts mehr im Wege steht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, woran wir heute arbeiten werden. Also, das ist das Home Gym. Nein, die Garage. Hier hinten, Gartenabteilung, keine Frage, daran wird sich nichts ändern. Aber hier in dem vorderen Bereich, muss ich sagen, nutze ich sehr, sehr wenig. Ich fahre eigentlich mein Auto fast nie rein. Und dementsprechend werde ich das jetzt gleich hier streichen. Komplett in schwarz. Ich denke, dass das ganz geil aussehen wird. Und ja, ich werde mir jetzt hier nicht irgendwie die dicken Geräte oder so reinstellen. Doch, ein dickes Gerät schon. Nämlich ein Power Rig. Da, muss ich sagen, habe ich es aber noch nicht bestellt. Da bin ich gerade noch dabei, eins zu suchen, was auf der einen Seite gute Qualität hat und auf der anderen Seite auch verfügbar ist, weil im Moment circa alles ausverkauft ist. Jo, da soll auf jeden Fall hier ein Power Rack hinkommen, einfach, dass ich vor allen Dingen halt die Grundübung abdecken kann. Bankdrücken, Kniebeugen, eine Deadlift-Plattform will ich auch noch haben, sodass ich, wenn dann irgendwann ich mal auf die Bühne gestiegen sein sollte, hoffen wir es vielleicht im Oktober, danach dann auch wieder mich so ein bisschen in eine andere Richtung orientieren kann. Heißt, es wird zwar immer noch Kraftsport sein, aber wieder vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Kraftsteigerung, Powerlifting, sowas habe ich auf jeden Fall auch Ambitionen. Und vor allen Dingen kann man das halt auch sehr, sehr gut zu Hause abdecken. Heißt, Power Rack wird circa dahin kommen, Langhantel, paar Gewichte, dann in dem Power Rack versuche ich, dass da schon so ein Kabelzug drin ist, das wäre optimal. Einfach weil ich mit einem Kabelzug auch schon, ja, wo man von oben ziehen kann und wo man von unten ziehen kann, den Großteil der Übung abdecken kann. Ein paar Kurzhanteln dazu und ganz ehrlich, mehr braucht man eigentlich nicht. Und da werde ich heute anfangen dran zu arbeiten. Heißt, wir werden gleich erstmal anfangen zu streichen. Jetzt mache ich mir ein Käffchen. Und Freunde, da seht ihr schon ein dickes Paket von Rocker angekommen mit den ganzen neuen Sachen. Die werde ich gleich auch immer auspacken. Jetzt, wie gesagt, erstmal ein Käffchen machen. Dann setze ich mich an eure E-Mails. Denn, Freunde, am Sonntag ist ja Make Light Great Again rausgekommen. Und es ist einfach nur wirklich bahnbrechend angekommen. Also es ist, ihr seid so krank darauf ausgerastet und habt mir vor allen Dingen halt direkt im Anschluss auch einfach ein unnormales Feedback gegeben. Also das E-Book, das wurde bestimmt in der Story mehrere hundert Mal geteilt. Mich erreichen heute noch mehrere hundert Nachrichten, wie sie die Leute es feiern und so weiter. Ne? Also ich habe das versucht bei Instagram alles mal so ein bisschen zusammenzufassen, ne? Und das ist einfach nur geil. Ne? Also wenn man überlegt halt, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe und dass man jetzt im Prinzip auch die Bestätigung bekommt, dass die Arbeit, die man reingesteckt hat, nicht umsonst war, sondern halt wirklich geile Arbeit geworden ist, ist einfach unnormal. Natürlich entstehen immer wieder so ein paar technische Probleme, aber das ist wirklich so, sag ich mal, 2% oder so, wo technische Probleme entstanden sind, und da muss ich mich jetzt eben drum kümmern. Käffchen auf der Terrasse, Laptop, und dann lösen wir die Probleme auf jeden Fall. Sind beantwortet. Jetzt mache ich kurz einmal die Pakete auf, um zu gucken, was dort denn alles drin ist. Freunde, ich freue mich. Und dann geht das Streichen los. Was ist das nur? Leute! Boah! Ich freue mich. Nein, wie krass. Es sind tatsächlich alle neuen Produkte der GOAT. Ey, heute erstes Workout, direkt mal den testen oder was? Ey, mega nice. Was haben wir hier noch? OMG, genau. Oh my greens, ey, nice. Dann, oh yes. Das sind ja die 11 absoluten Favorite Bars, ey. Nice. Also ich muss ja sagen, die finde ich noch geiler als die. Aber das liegt daran, dass ich schon so viele von denen gegessen habe, dass ich ja jetzt ab und zu mal zur Abwechslung die brauche. Geil.
Was haben wir noch? Vegan Protein. No way. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das soll atemberaubend schmecken. Habe es aber wirklich noch nicht probiert. Genauso wie das hier. Dann noch eine andere Geschmacksrichtung von Goat. Alter, wie nice ist das bitte? Nochmal Whey Protein, also No Whey Protein. Vegan, vegan, vegan. Und, ne, ach, ich glaube, das kommt für Ostern, glaube ich. Wie nice ist das denn? Kitty Crunchy Cereal. Und dazu Smacktastic. Baklava am Start und Salted Caramel Choco Cookie. Nice! Alter, ich bin gespannt. Ey, das wird heute auf jeden Fall direkt mal im Quark getestet. Vor allen Dingen das habe ich wirklich. Ich bin wirklich gespannt, wie Baklava im Quark schmecken soll. Wie nice ist das denn bitte? Danke, Rocker. Ich freue mich wie ein kleiner Junge. Richtig, richtig nice, Leute. Mega. Ey, das ist unglaublich, ne? Ich überleg mal, wie lange ich jetzt schon YouTube mache. Und es ist natürlich einfach mega geil, dass man mit einem Supplement-Hersteller zusammenarbeitet und Subs for free bekommt. Ne? Und das wird irgendwann auch so ein bisschen zur Gewohnheit, dass du so denkst, oh, boah, cool, ich habe Subs bekommen. Ne? Aber dann kommt so ein Paket an und du freust dich einfach nur einen Ast ab. Ne? Das ist einfach nichts Selbstverständliches. Klar, man arbeitet schließlich hart dafür, das sind immer die Besten. Du kriegst alles gestellt, das ist so unfair. Ja, ich mache ja auch nichts dafür. Ne? Das ist alles mir zugeflogen gekommen. Freunde, geil, ey. Ich bin gespannt auf dieses Büsterchen, wie der ist. Ey. Ob der wirklich greatest of all time ist. Yo. Da kommen meine Gewichte an. Gewicht ist angekommen. 120 Kilo. Nice! Langhantel ist auch da. Nice! Schwarze Farbe sind wir schon. Heißt, es nimmt Form an. So. Schmale Schulter. So, weiter geht's, Freunde. Also hier. Wird auch komplett schwarz, das. Und dann wird das auf jeden Fall episches Gym hier werden, oder? Also ich glaube, das wird einfach nur krass. Das kannst du mir glauben. Kurzer Blick. Nice, oder? Freunde, Langhantel sieht mega nice aus. Davon habe ich natürlich noch eine zweite. Jo, ein paar mehr Gewichte sind auch noch da, also insgesamt 120 Kilo Bumper Plate. Und ja, ich streiche jetzt noch die Garage zu Ende und dann heißt es erstes Workout. Sieht das nicht schon hervorragend aus? Hier kommt natürlich noch eine Aufschrift drauf, richtig nice. Dann die ganzen Geräte in schwarz, beziehungsweise vielleicht auch schwarz-rot. Und Bodenmatten kommen natürlich auch noch rein, damit der ganze Boden auch schwarz ist. Die Innenseite von der Garage wird auch schwarz lackiert. Und dann haben wir ein bisschen Musik rein und dann wird das einfach nur schmale Schulter vom Gym. Fett einfach nur. Ich bin so heiß. Auf das erste Workout hier drin. Aber gleich machen wir erstmal Workout mit der Langhantel. Freunde, Gewichte sind am Start. Schwarz, alles schwarz. Da hinten wird morgen vorgenommen, schwarz. Garagentor von innen
schwarz lackieren. Nice. Ich bin übelst gehypt, Leute. Fett. Das wird so crazy. Das wird so unfassbar geil, Leute. Mega nice. Stellt euch jetzt vor, Power Rack. Paar Kurzhanteln, Flachbank bzw. Bank zum Verstellen. Was braucht man mehr? Nice! Mega lecker. Mega simpel. Kein Wunderrezept oder so. Aber geil. Mega. Jo Freunde, was ein Tag, ey. Workout wird heute leider nichts mehr, weil ich habe jetzt gerade noch in der Garage alles von der einen Seite auf die andere Seite gepackt, um dann halt auch den zweiten Teil der Garage streichen zu können. Und jetzt haben wir hier Couscous-Salat gemacht. Richtig nice. Couscous, Gurke, Tomate, Schafskäse, Petersilie, Knoblauch, Zitronensaft, Zwiebel. Ja, und der Couscous halt, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Kräuterbutter Light quasi und dann hier dieses Brot. Das besteht quasi nur aus Ei, Quark, Mehl, Backpulvern und ein paar Zwiebeln. Tischgrill auch schon am Stissel. Da werden wir uns jetzt eine Wurst drauf machen. Dann werde ich mir gleich noch schön Quark mit Baklava-Geschmack reingenehmigen. Und dann gibt es morgen das erste Workout. Ich bin kaputt, aber sehr zufrieden. War ein sehr produktiver Tag. Viel geschafft. Man findet immer wieder Baustellen. Was heißt Baustellen? Das sind ja in irgendeiner Weise, also wenn ich das so sehe, ne, jetzt ist die Farbe da schon schwarz und so. Und wenn ich mir dann vorstelle, da kommt ein Power Rack rein, da kommt ein paar Kurzhanteln rein und so weiter. Ja, da kriegst du Bock, ein eigenes Gym zu machen. Ist jetzt nicht so, dass ich das schon nicht mein ganzes Leben habe. Aber ich habe auf jeden Fall da schon mal mein kleines eigenes. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, Leute. Oh mein Gott, wieder ein wunderschöner Tag. Und wir machen weiter. Damit guten Morgen. Ich habe richtig schlecht geschlafen, weil ich gestern so viel Knoblauch gegessen habe, dass ich die ganze Nacht den Brand des Todes hatte. Es hat sich angefühlt, als ob ich 3 Tage durchgesoffen habe. So, hier, das habe ich gestern noch gemacht. Ich habe das hier alles freigeräumt, damit dann jetzt hier die Wände schön streichen. Da hinten das Garagentor, seht ihr auch, ist auch noch weiß. Wird auch noch schwarz gestrichen bzw. schwarz lackiert und dann ist alles schwarz, Freunde. Manche würden sagen, das wirkt aber ziemlich dunkel, ja, aber hier erstmal die Geräte drin stehen mit dem Rack und so weiter und innerhalb der Geräte dann so ein paar Highlights drin sind, heißt so irgendwie so rote Elemente und so weiter, dann sieht das richtig geil aus, Leute, da könnt ihr mir aber glauben. Puh. Was geht, Freunde? Habe ich eigentlich einen leichten Sonnenbrillenabdruck? So eine Scheiße. Freunde, wir haben mittlerweile schon wieder 2 Tage weiter. Denn an dem Tag, wo ich euch mitnehmen wollte, Training und so weiter, habe ich den ganzen Tag mal Luft im Garten. Das zeige ich euch gleich. Ich mache mir jetzt kurz einen Booster fertig und dann geht's direkt ins Unterkörpertraining in meiner Garage. Nice. We'll be right back.
So Leute, es hat sich einiges getan. Ich habe den kompletten Sichtschutz eingebaut, zurechtgeschnitten und ihr seht schon den kleinen Freund da vorne. Den habe ich auch installiert, muss man so außenrum so eine Begrenzung komplett einmal ziehen. Die hat er schon beim ersten Mal direkt komplett durchschnitten und beziehungsweise an einer Stelle, dann musste ich das heute flicken und einiges überarbeiten und der ist schon wieder an der Stelle, wo es haprig wird. Ich fasse es nicht. Naja, ich bin gespannt. Und jetzt gehen wir mal ins schmale Schulter-Gym, Freunde. Sieht nicht so aus, aber hier sieht es doch schon gar nicht schlecht aus, Leute. Guckt ihr euch das mal an. Schön komplett schwarz. Da seht ihr schon mein Power Rack. Nicer Scheiß. Da werden heute jetzt erstmal Front Squats geballert. Nice. Music ist auch am Stissel. Scheinwerfer ist auch am Stissel. Was kann man sich mehr wünschen? Ich bin gespannt, ob die Konstruktion hier so ein bisschen hält. Ah, das könnte auf jeden Fall bei Gym Fails landen. Mir schmeckt die andere Geschmacksrichtung besser. Was ist das andere nochmal? Irgendwas mit Cassis, glaube ich, ne? Boah, Junge, das mit der Sonnenbrille ist ja furchtbar. Dabei hatte ich nur kurz eine auf. Junge, 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 ich sehe aus wie eine Eule. Drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car in the giddy up. Front squats bis zum Abwinken. Richtig schön. Für den Beinstrecker, Quadrizeps, ballern. Danach machen wir rumänisches Kreuzheben. Geil. Macht mega Laune. Nur, dass ich dummerweise diese Klammern vergessen habe. Kommen aber jetzt eigentlich auch noch. Und wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Equipment und dann ist das eigentlich hier mega nice. Also mega. Das kann ich euch sagen, so, ey. Wenn ich erstmal hier alles zusammen habe. Ultra nice ist das bitte. Geil. Zwischendurch kann man hier noch ein bisschen Sonne tanken. Eine Ersatzpause. Geil, ey. I'm a real one, my day ones. Try to speak up, can't say none. Try to dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top on the baseline. New car, racing. Fast lane, pacing. With the booyah, that's a flex. Not a human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights, I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Gerade. Davor Front Squats, ein paar Back Squats und dann machen wir gleich noch Bulgarian Split Squats. Ja, ich glaube so heißen die. Und Ausfallschritte. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus.
see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bike, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need me. Freunde, geile Trainingseinheit. Hat sich richtig gut angefühlt. Nicht viel Equipment, eigentlich nur eine Langhantel und eine Kurzhantel. 17,5 Kilo, 8 Wasserkisten und ganz viel Wille. Geil, ey. Bin gespannt, wie wir die ganze Zeit hier geruht bekommen. Aber das gibt auf jeden Fall Aufwind. Geil, Leute. Jetzt muss erstmal was gefuttert werden. Freunde, jetzt gibt's erstmal, wie so häufig, ein kleines Quickchen nach dem Training. Wir werden dazu noch das neue Yum Yum Way ausprobieren. In der Geschmacksrichtung Cereal irgendwas. Also im Prinzip Kinder Country, muss man sagen. Da bin ich sehr gespannt. Nein! Shit. Hat keiner gesehen. Luisa, bitte guck das Video nicht. Ach, so. Jo, gerade noch eine Highlight-Story für Make Diet Great Again, gemacht. Da könnt ihr euch gerne mal auf Insta reinziehen. Da erkläre ich so ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe. Und Fit15 könnt ihr 15% auf das E-Book sparen. Jo, jetzt mache ich mir schnell den Quark und dann hole ich, glaube ich, Luisa ein Eis. Das hat sie sich verdient. Ich aber auch eigentlich. Sieht doch mal gut aus. Sieht aus wie ein bisschen Schokopudding mit Erdbeeren. Nur, dass dieser Schokopudding 80 Gramm Protein hat. Boah. Nice. In dem Whey ist sogar so ein Crunch drin. Wie bei Kinder Country halt, ne? So. Ich lege mich jetzt zu meiner wunderschönen Frau noch in die Sonne. Dann ruhig in Eis. So, wir beide laufen jetzt gleich noch zur Eisdiele hier in der Gegend und uns schön eine Kugel Eis. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, vielleicht habe ich Glück und ich kriege noch ein bisschen was an Gym-Equipment, damit man hier richtig nice Workouts raushauen kann, weil ich glaube, das hat schon Flair. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so empfindet, aber ich glaube, wenn man da so das ein oder andere Gerät drin stehen hat, dann kann man da, glaube ich, eine gute oder eine geile Sache draus machen. Und ja, ich hoffe, dass ich auch jetzt demnächst wieder mit Maurice zusammen ein paar Videos drehen kann. Das macht die ganze Sache einfach anschaulicher. Und yo, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.